Juhu, hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play, die Waisenhaus-Challenge. Zur Waisenhaus-Challenge im Schnee. Wir haben jetzt ein einziges Kind, was ausgezogen ist und sie ist schwanger. Oh, endlich. Da sehen wir einen kleinen Bauch, ja. Ah, oh. Und Axel ist, glaube ich, der Nächste, der gehen darf. Wow, in 7 Tagen. Also wir müssen noch ein bisschen durchhalten, ehe wir der Mann unseres Herzens, dass wir ihn bitten können, mit einzuziehen. Aber wir haben ja auch schon ein Kind geschafft, dann schaffen wir ja auch den zweiten auch noch. Wir müssen auf jeden Fall zu Akira guten Kontakt halten. Aber wir haben jetzt den ganzen, wir haben jetzt sturmfrei. Was machen wir denn jetzt, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Der Geburtstag naht von Elena, das ist Suki. Dann haben wir nämlich noch einen Teenie hier. Sie hat erstmal ein Schokoladeneis gemacht. Und das Spiel wollte auch nicht aufhören, dieses Schokoladeneis zu machen. Nee, ich möchte nicht in die Social Media Karriere. Oh, das war ein Gähnen. Das war eine kurze Nacht. Verbessern. Können wir das verbessern? In Beschicht. Ja. Wir benutzen sie zwar selten, aber, und da ich nicht vorhabe, die Grundfesten hier irgendwie zu verändern, bin ich auf jeden Fall immer dafür, die Geräte zu verbessern. Sie ist ja eh gerade noch allein zu Hause. Sie kann eh machen, was sie möchte. Ah, juhu, die Kinder sind da. Oh, die kommen alle nicht über eine Eins heraus. Sehr gut. Oh, warum musst du denn so dolle, Pippi? Doch alles gut? Axel, es ist doch alles gut. Hausaufgaben machen. Hausaufgaben machen. Danach können wir Pipi machen gehen. Und du kannst auch mal deine Hausaufgaben machen. Und die ist so süß, ne? Ach Gott, die sind so niedlich, die Kinder. Hausaufgaben machen. Und du hast also bald Geburtstag. Hausaufgaben mit links erledigen. 30. 10. Dann züchten wir mal 30er bei 30ern, ne? Bringt auf jeden Fall auch Geld. Finde ich gut, Kind. Dass auch du dich am Haushaltseinkommen beteiligen möchtest. Essen gibt's heute Abend, okay? Ich weiß gar nicht, ob wir noch was haben. Ich wollte gerade sagen, was machst du da in der Mikrowelle? Aber das war ich. Das haben wir sie ja beauftragt. Frosch züchten mit Leopardenfrosch. Sehr gut. Was gibt es denn heute zum Essen? Wenn die Kinder fertig sind mit den Hausaufgaben, brauchen wir Abendbrot. Da. Öffnen. Haben wir denn? Ja, guck mal, wir haben noch einen Tofu-Truthahn, noch 4 Stück und ja, guck mal, wir haben noch ganz viel. Ist doch gut. Dann gibt es halt Reste. Und wer möchte, kann ein paar Kekse haben. Gibt es da noch irgendwas aus dem Garten, was wir mitnehmen müssen? Oder auch nicht. Ups! Gott, ich hoffe, man hat mich nicht gehört. Ich vergesse mal, dass ich mein Mikrofon gewechselt habe. Ich habe jetzt nicht mehr eins, was ich so vor mein Gesicht machen kann, sondern ich habe eins, was auf dem Tisch steht. Und wenn ich mich mal zurücklehne, naja, ihr versteht. Aber es klingt so viel besser als das andere. Ich glaube, das andere hat einen Kabelschaden. Das verdreht sich immer. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Axel, warum bist du der Einzige, der nicht am Tisch Hausaufgaben macht? Tanzen? Nee, jetzt gerade nicht, Akira. Ich muss ein paar Kinder durchfüttern und bald auch deins. Guter Ruf. Ah, oh, das ist doch schön. Kind, wo sind denn deine Hausaufgaben? Wo hat er die denn hingelegt, Leute? Ich sehe sie nicht. Wo hat er seine Hausaufgaben hingelegt? Wir gehen jetzt auf Hausaufgabenjagd. Karina hat ihre Hausaufgaben fertig. Das ist gut. Dann pack sie bitte ein. Dann pack sie bitte ein. Und dann kannst du was essen gehen. Reste nehmen. Markus ist auch fertig. Dann pack sie bitte ein. Dann darfst du auch einmal Reste essen. Machst du schon? Was ist das? Apfelmus? Apfelmus. Ach, ich finde das so cool, dass es auch diese kleinen Portionen gibt. Ja. Okay, Axel, wo sind denn deine Hausaufgaben? Was soll denn das? Gott. Warum sind immer alle meine Sims so dick? Kriegt die nicht bei mir genug Bewegung? Ach, Kind, wo hast du denn deine Hausaufgaben versteckt?
Aufräumen. Oh. Oben? Ich glaube irgendwie nicht. Oder bin ich nur. Seht ihr sie irgendwo? Nur und ich nicht? Oder. Nee, ne? Danke für nichts, Spiel. Wirklich. Annette hat ihre Singfähigkeit bekommen. Nein, ihr sollt Hausaufgaben machen und euch nicht ansingen. Baba Jessa. Du kommst noch da. So. Oh, nein, die ist ganz schlecht. Janet. Janet ist ganz schlecht. No Shabba. Ich habe keine Ahnung, wo er seine Hausaufgaben hingetan hat. Aber Annette hat ihre Hausaufgaben auch fertig. Ach, sieht so cool aus mit diesem Crop-Pullover bei ihr. Ich wollte sagen, geh doch Pipi machen, Mucki, wenn du so dolle Pipi machen musst. Seine Hausaufgaben! Axel, wo hast du die denn hergeholt? Natürlich, mach auf dem Boden. Vollkommen logisch. Was macht ihr denn da? Wenn man nicht aufpasst, ne? Die machen, was die wollen. Zusatzhausaufgaben machen. Wir wollen nämlich unsere Eins halten. Wenn du mal anfangen würdest. Hausaufgaben machen. Ich fände es cool, wenn man irgendwie einrichten könnte, dass wenn man mit einer 1 abschließt, das Teenage-Alter ins Erwachsenenalter, dass man irgendwie schon eine, dass es halt ein bisschen so ist wie das Studium, dass man halt irgendwie vielleicht eine Stufe besser einsteigen könnte ins Berufsleben. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre, sowas irgendwie zu programmieren oder umzusetzen, keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung von sowas. Aber was haben wir denn von den Einsen? Guck mal, wir sitzen den ganzen Tag an den Hausaufgaben und was haben wir davon, wenn wir größer werden? Verantwortungsvolle Kinder, weil sie das Merkmal verantwortungsvoll übernehmen können. Wow! Supi! Die müssen sich ja dann nicht im Studium bewerben und kriegen nur mit einem bestimmten Zähnezulassung. Oder wenn es hier halt irgendwie nur so ein Studium gibt, was mit einer Eins zu machen ist. Und dann gibt es halt Studien, die halt mit einer 1 und einer 3 und dann gibt es halt auch Studien, die sind halt gar nicht machbar, wenn da Noten scheiße sind. Ich habe hier noch nicht so oft studiert, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das läuft, aber ich glaube nicht, dass das so war. Hast du deine Hausaufgaben jetzt wieder nach draußen gestellt? Er ist doch wieder gerade nach draußen gegangen und kam rein und hat gefroren. Gefunden! Ja. Hausaufgaben machen und dann gibt's erst Essen. Gott, ey. Kinder, ne? Willst du dir jetzt auch Apfelmus? Also sie räumt auf. Reste nehmen. Ich liebe diese Monster unterm Bett. Es ist so toll. Man kann richtig wirklich eine Nacht durchschlafen. Es ist genau das, was meine Sims, nachdem es so schwierig war, sie ins Bett zu kriegen, morgens um 2 brauchen. Axel ist gerade erst ins Bett. Der ist gerade erst fertig gewesen mit Essen. Der hat noch gar nicht lange geschlafen. Leg dich wieder hin. Du? Nein, du sollst sie nicht im Rat bitten. Du sollst dieses blöde Monster unterm Bett einspüren. Mann, nee, ist doch nicht so schwierig. Los, sprüh's ein. Monster einsprühen. Los. Gott, ey. Das finde ich echt super nervig. Es ist einfach jede Nacht, dass man nicht mal eine Nacht durchschlafen kann. Mann, ey, schlafen. So. Geh. Schlafen, Kind. Guck mal, zum Glück hat sie Monsterspray in der Hand. Ich finde da diesen Vampir, der da rumläuft, diesen Geist viel gruseliger, Leute. Also so. Mal ganz unbefangen. Kann aber ja stundenlang nicht schlafen gehen, aber danke, dass du uns geholfen hast. Du darfst auf jeden Fall schon mal schlafen gehen. Bei ihm müssen wir ein bisschen warten, bis es abgeklungen ist. 37 Minuten, okay. Ich mach mal Tonform um 2:30. Es spukt. Wie gruselig. Super, jetzt kann er wieder ins Bett. Es ist einfach unglaublich, wie viele Sachen hier immer kaputt gehen. Macht wirklich ganz schön viel Spaß. Aber danach darfst du baden.
Im Milch-Honig-Hafermehlbad, okay? Kinder, geht mal zur Schule. Ihr seid zwar jetzt uns unausgeruht, aber ihr schafft das schon. Ah, Leute! Die Venen, die Venen, die Venen. Und du musst den Pfadfinder treffen. Und du guckst euch mal an, sie ist krank. Aber die Vene. Endlich. Baby im Krankenhaus bekommen. Mitmachen, ne? Ja, Akira darf auch mit. Und Elena wird heute noch älter. Uhuhu. Herzlich willkommen im Krankenhaus, meine Lieben. Es geht los. Sie hat auch so eine Kugel. Guckt euch diese Kugel an und aufs Klo muss sie. Dann geht doch erst aufs Klo, Mucki. Zum Glück sehen die Werte sonst gut aus. Oh, dann kriegen wir jetzt das Baby. Unser erstes Baby. Das ist dann unser Kind. Nee, Ak wir möchten jetzt nicht rüberkommen, Akira. Das ist dann das Kind, was das Waisenhaus übernehmen muss. Deswegen ist das so wichtig. Das habe ich irgendwie in der Challenge, als ich die gemacht habe, weil wir brauchen ja noch einen Mann, habe ich das irgendwie erst im zweiten Satz so mir gemerkt und gelesen. Und vergessen habe ich es dann auch gleich wieder. Und deswegen ist jetzt so spät dran mit dem Baby, weil wir haben ja schon unser erstes Baby, was wir bekommen haben. Das ist ja schon ausgezogen. Axel wird auch bald älter. Elena wird jetzt zum Teen heute noch. Oh, guck mal, wir kriegen ein Baby, ein Baby. Mit dem Schneebesen. Ich finde das so cool, ne? Ich finde das so cool. Wirklich. Also auch was mit ab an die Arbeit und so. Mit dem muss ich auch mal unbedingt wieder spielen, die Karrieren. Aber irgendwie macht er nicht so viel. Hallo? Oh Gott, bitte lass es ein Mädchen sein. Mädchen haben hier immer viel süßere Anziehsachen. Ein Junge, natürlich. Wir kriegen doch nur Jungs. Wir nennen ihn Felix. Der Glückliche. Ah, wir haben ein Baby. Oh, guck mal, ihr Bauch ist immer noch dick. Wo gehst du jetzt hin? Also, ne, ich weiß, dass nach einer Geburt ein Bauch noch dick ist, aber. So? Maus, bist du verbuggt? Sah dein Bauch deswegen so furchtbar aus? Wer weiß das schon? Jetzt brauchen wir. Wir haben noch ein Babyzimmer, ne? Guck, wir haben das schon so lange nicht mehr benutzt, unser Babyzimmer. Papa, wir haben jetzt ein Baby. Wir haben jetzt Felix. Das wird so anstrengend. Ich war so froh. Wir sind gerade die Babys und die kleinen Kinder, war alles weg. Wir hatten nur noch Kinder und Teens. Es wurde einfach immer leichter bei jedem Geburtstag. Aber nein. Aber Felix ist jetzt unser Nachfolger von diesem Waisenhaus. Wir müssen noch Akira und dann passen dann auch nur noch fünf rein. Und dann dauert es halt auch echt lange, bis er noch 50 kommt. Ich weiß gar nicht, eins, zwei, acht oder so. Nee, sieben. Sieben, ne? Aber sie sind ja noch nicht erwachsen. Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal zählen und dann plus eins rechnen. Müssten acht sein. Sieben. Sieben meinte ich. Acht ist ja Janet. Das ist dann. Sie wird ja auch nicht jünger, wenn ich das mal so sagen darf. Und sobald Axel weg ist, darf Kira auch endlich einziehen. Die dürfen heiraten. Dann machen wir eine ganz, ganz, ganz große Hochzeit. Okay, Felix. Ich höre dich. Felix, ich höre dich. Ich kann dich hören. Hallo, Felix. Hi. Windel wechseln, schaukeln, reden. Oh, und grün. Die sind so süß, ne? Oh, Annetta ist jetzt wählerisch beim Essen. Und vorhin, oh nein, die ist was kaputt. Und vorhin kam die Nachricht, dass unser lieber Axel, eine? Dass unser lieber Axel jetzt gemein zu anderen ist. Oh nein, jetzt hast du zwei Hausaufgaben, ja gut. Carinas Geburtstag naht auch. Ich bin die ganze Zeit hier schon am Z Frösche züchten, weil das sind die Guten, die 100 Simoleons bringen. Und ich habe jedem am Anfang zwei, dir fehlen Hausaufgaben, zwei Frösche reingetan und jetzt mal gucken, wo wir am Ende landen. Dann können wir auf jeden Fall uns. Wir haben ja eh nicht so wenig Geld. Dann können wir aber auf jeden Fall um die Fitnessgeräte in den Raum rumziehen. Es wird nämlich langsam wirklich kalt draußen. Ich glaube, da hat sie sich auch verkühlt. Mega Verkauf. Mega Verkauf. Ah, Felix ist so süß. Ich würde an dieser Stelle einfach sagen, das war's und wir machen weiter, wenn es das nächste Mal weitergeht, und zwar mit dem Geburtstag.
Mindestens einem Geburtstag, ne? Die junge Dame hier. Unsere angespannte Elena. Und dann das kaputt gemacht, Elena. Dankeschön. Das ist wahrscheinlich auch nicht die Fisch. Oh! Geh mal bitte pfeifend weg. Von so unauffällig pfeifend weggehen. Dankeschön. Genau, die wird zum Teenager. Unsere liebe Elena in der nächsten Folge. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir haben endlich ein Baby bekommen. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play die Sims 4, die Waisenhaus-Challenge. Tschüss.